Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in dem Video soll es mal um hierarchische Schaltpläne gehen. Ich schalte mal hier meine Schaltplanhierarchie ein. Dann sehen wir hier also unser Stammblatt auf der Seite 1. Das ist also unser Hauptblatt. Jetzt kann es ja durchaus sein, dass wir zum Beispiel das Problem haben, dass uns diese eine Seite hier nicht genügt und wir eben noch eine weitere Seite benötigen, weil das eben unser Schaltplan oder weil unser Schaltplan eben größer ist. So, und dazu gibt es jetzt die Möglichkeit, ein weiteres Schaltplanblatt hinzuzufügen. Das ist hier auf der rechten Seite Schaltplanblatt hinzufügen. Also hier dieser Button oder eben die Taste S für Schaltplan mit diesem Plus-Symbol. Ich klicke hier drauf. Ich glaube, die Taste S muss man sich nicht merken, so häufig kommt das nicht vor. Da kann man dann auch mal auf den Button klicken. So, wir klicken hier und dann sehen wir hier so ein Fensterchen, so ein Rechteck, was sich hier öffnet. Das kann ich mir jetzt, je nachdem, wie ich das benötige, größer oder kleiner ziehen. Ich mache das mal nicht ganz so groß an dieser Stelle hier. Die Größe hat was damit zu tun, wie viele hierarchische Schaltplan-Pins ich hier rein und rausführen muss. Entsprechend kann ich das dann größer oder kleiner machen. Jetzt kommen wir gleich dazu, was ein hierarchischer Schaltplan-Pin ist. So, jetzt kann ich dem Namen einen Sheet-Namen geben. Ich nenne das jetzt mal Platt 2 und sage auch hier, dass das nicht Untitled heißen soll, sondern eben hier Platt. Lassen wir es klein. Platt 2 als Dateiname haben soll. Wir zeigen das hier auch alles an. Ich könnte jetzt hier noch die Rahmenfarbe ändern und Hintergrundfüllung vergeben und so weiter. Also noch ein bisschen Kosmetik betreiben. Das lasse ich jetzt mal hier für den Standardeinstellung. Ich sage okay. So, wir sehen jetzt hier links haben wir jetzt ein zweites Blatt, Blatt 2 eben. Und wenn ich hier schon draufklicke, haben wir gerade gesehen, wechselt mein Schaltplan. Ja. Ich kann also jetzt hier entsprechend hin und her wechseln und entsprechend in meinem Schaltplan hin und her wechseln. So, wie kriege ich jetzt hier Elemente nach unten? Ich nehme mir jetzt mal hier diesen Teil vom Schaltplan. Wir nehmen jetzt mal an, der möge jetzt also hier nicht mehr auf das Schaltplan Blatt passen und dann sage ich jetzt mal Steuerung X, ich schneide den aus, gehe den hier nach unten und sage, ich füge jetzt also diesen zweiten Teil hier ein. So, wir sehen jetzt, dass wir hier schon zwei Leitungen haben, die wir jetzt natürlich irgendwie verbinden müssen. Ja, die sind ja jetzt hier oben weg und jetzt müssen wir die hier in unserem Schaltplan reinbringen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte das jetzt mit einem sogenannten globalen Bezeichner machen. Das heißt, ich füge jetzt einen globalen Bezeichner hin, kann den dann kopieren und hier in meinem unteren Schaltplan, ich kann auch hier auf das Viereck einen Doppelklick drauf machen, dann komme ich ebenfalls nach unten, hier wieder einfügen und anschließen und damit wären die Leitungen verbunden. Das zeige ich mal kurz. Ich schließe das jetzt hier an. Ich nenne den einfach mal jetzt Test. Oder ja, nennen wir Basis 1, ist ja die Basis hier, Basis 1 und kann den jetzt hier mit der Taste R drehen, leg den hier an und mache das hier an dieser Stelle genauso, nenne den dann hier Basis 2. Ich kann den jetzt hier auch in verschiedenen Formen anlegen, das heißt als Eingang, als Ausgang oder als bidirektional. Ich zeige euch das nur mal hier, dann ändert sich das Symbol. Ich kann das jetzt hier drehen, leg das hier an. Ja, dann sehen wir hier mal den Unterschied. An der Stelle jetzt zwar Quatsch, aber wir sehen dann hier auch, dass es jetzt hier ein eingangsglobaler Bezeichner ist, ein bidirektionaler globaler Bezeichner. Und jetzt kann ich eben hergehen und sagen, ich markiere mir die zwei, sage Steuerung C, wechsle jetzt hier in die Oberseite, Steuerung V und leg das mal hier ab und sage, okay, wir drehen das Ganze mit der Taste R und mit der Taste M ziehen wir es hier ran. Das gleiche hier wieder drehen und ranziehen. Und wir hätten jetzt das hier angeschlossen. Wir können das auch nochmal prüfen. Ich speichere das mal und sage jetzt hier, ich markiere das mal
Wir sehen, das wird jetzt dieses Netz hervorgehoben und wenn ich jetzt nach unten wechsle ins andere Blatt, sehen wir, ist das auch hier angeschlossen, alles hervorgehoben. Aber was habe ich hier für ein Problem mit einem globalen Bezeichner? Wir sehen das jetzt hier schon. Ich könnte unter Umständen, kann es mir jetzt hier passieren, dass ich diese beiden Linien oder diese beiden Basisanschlüsse, die sich ja hier kreuzen, unter Umständen vertausche. Bei einem Schaltplan mit zwei Blättern ist das jetzt wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber wenn ich einen Schaltplan mal mit sieben, acht oder mehr Schaltplanblättern habe, wird das dann relativ unübersichtlich und ich kann ja eben das große Problem beim globalen Bezeichner ist, dass ich den eben überall anschließen kann und die Schaltungs- oder diese Leitung nicht nachverfolgen kann und damit unter Umständen falsch anschließe. Deshalb rate ich von der Benutzung von globalen Bezeichnern ab. Also man sollte dann schon nur sparsam damit umgehen und die nicht intensiv benutzen. Deswegen lösche ich die auch mal raus. Es gibt eine elegantere Variante und zwar gehe ich jetzt wieder hier mal raus aus der Sache. Und wir sehen jetzt hier die Möglichkeit, einen hierarchischen Bezeichner hinzuzufügen. Und hierarchische Bezeichner werden an die Kante, hier oben an die Kante des Schaltplans angefügt. Und ich kann dann hier weiterzeichnen. So, wie machen wir das? Wir gehen hier nach unten auf unser unteres Schaltplanblatt. Ich drücke die Taste H für hierarchischen Bezeichner. Ich nenne den jetzt wieder Basis 1. Auch hier kann ich wieder Eingang, Ausgang bidirektional entsprechend definieren. Ich lasse das mal jetzt hier auf Eingang. Dann habe ich den hier anliegen. Ich kann den wieder mit der Taste R rotieren und lege den jetzt hier an. Das gleiche tue ich hier unten. Den nenne ich jetzt mal hier wieder Basis 2. Lege den ebenfalls hier unten gedreht mit der Taste R an und wechsle anschließend oder ich speichere mal zwischendurch ab. Wechsle jetzt wieder nach oben und kann mir jetzt diese Bezeichner hier rausholen. Deswegen kann ich auch dieses Viereck hier größer oder kleiner zeichnen, je nachdem, wie viele solche hierarchischen Pins ich habe. Und das mache ich hier mit dem Schaltplan-Pin importieren Befehl. Ich gehe also auf diesen Button, wähle mir das Werkzeug aus. Gibt es keinen Shortcut? Ich könnte einen festlegen, aber in dem Fall gibt es keinen. Und wähle das jetzt hier an. Ich klicke einfach hier einmal in dieses Feld hinein. Und jetzt sehen wir, habe ich hier die Basis 1 anliegen. Und wenn ich nochmal klicke und ablege, habe ich hier gleich die Basis 2. Und so könnte ich mir jetzt alle, die ich hier unten definiert habe, als hierarchischen Bezeichner hier entsprechend in dieses Blatt nach oben ziehen. Und kann jetzt also Folgendes machen. Ich weiß ja, dass meine Kippstufe hier eben, dass die Basis 1 ist. Ich zeichne jetzt hier wieder weiter die entsprechende Leiterbahn dran. Oder alternativ könnte ich das jetzt auch so machen. Ich ziehe hier eine Leiterbahn ein Stück raus, setze jetzt einen normalen Bezeichner hin mit der Taste L oder mit diesem Button hier. Das ist jetzt ein normaler Bezeichner, der nur auf diesem Schaltplan verwendet wird. Der wird also nicht übergeben in hierarchischen Schaltplänen, sondern der gilt nur für dieses jetzt gerade aktuelle Blatt. Den nenne ich hier auch mal Basis 2. Ja, den kann ich also hier entsprechend auch anlegen. Das ist jetzt dieser schwarze lokale Bezeichner in dem Fall, der gilt nur auf diesem Blatt, in dem Fall hier auf dem Stammblatt 1. So, den mache ich hier mit Steuerung C, Steuerung V nochmal eine Kopie davon und lasse das hier entsprechend anlegen. Und dann können wir nochmal testen. Ich markiere mal hier erstmal die erste Leiterbahn. Wir sehen also, dieses Netz ist jetzt hier überall angeschlossen, eben auch hier an diesen hierarchischen Bezeichner. Und wenn ich jetzt hier nach unten wechsle, ins untere Schaltplanblatt, sehen wir, hier kommen wir mit Basis 1 wieder raus und das ist ebenfalls hier angeschlossen. Gegenprobe kann ich auch von unten nach oben machen. Ich wähle hier wieder meinen Markierer aus, markiere mir mal die Basis 2, hier jetzt im unteren Schaltplanblatt. Gehe nach oben, sehe, das ist jetzt hier angeschlossen und auch hier wieder in diesem lokalen Bezeichner wieder verwendet, hier als Leitung hervorgehoben. Soweit erstmal dazu.
Das heißt, ich kann jetzt hier sauber meine Linienführung nachvollziehen und auch entsprechend sauber über viele, viele, viele Schaltplanblätter hinweg nachvollziehen, welches Netz gehört hier wohin und was gehört hier zusammen. Und das macht den Schaltplan auch deutlich übersichtlicher. So, damit hätten wir das mal abgebacken. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wo sowas wirklich richtig Sinn macht. Und dazu gehen wir mal hierher und wir gehen hier in Projekte und sagen mal zum Beispiel eine Audio-Endstufe. Und sagen, okay, jetzt haben wir uns ein neues Projekt gemacht. Und in so einer Audio-Endstufe, nur um euch das mal zu zeigen, wo so eine hierarchische Struktur Sinn macht, lege ich mir also erstes mal auf diesem oberen Stammblatt gar keine Zeichnung an, sondern ich benutze dieses obere Stammblatt nur als Basis für meine hierarchischen Stammblätter. So, und was ist denn jetzt in so einer Endstufe drin? Da gehe ich also her und überlege mir das vorher, mache mir da vielleicht mal ein paar Notizen und ich füge dann zum Beispiel so ein Schaltplanblatt hinzu und sage als erstes einmal Stromversorgung. Ja, die Stromversorgung, den Namen nehme ich mit Steuerung C gleich mal hier nach unten. Kopieren wir das hier mit rein. Oh, macht er nicht, dann machen wir das, dann müssen wir es schreiben. Darauf achten, dass hier der Punkt dazwischen ist, sage ich okay. So, jetzt habe ich also hier eine Stromversorgung. Das heißt, hier kommen irgendwo 220 Volt rein. Ich kann also jetzt hier drauf gehen, kann jetzt hier meine Anschlüsse für 220 Volt zeichnen, meine entsprechenden Trafos oder Schaltnetzteil oder wie auch immer meine Ausgangsspannungen und dergleichen, würde die jetzt dann hier wieder nach oben führen. Und jetzt in die anderen Komponenten rein. Dann haben wir vielleicht in so einer Audio-Endstufe noch als nächstes die Endstufe selbst. Dann haben wir da vielleicht noch als nächstes die Eingänge oder nennen wir es mal die Regler, also das heißt Lautstärkeregler, die Balance, entsprechend die Balance-Regler und so weiter, was da alles dran ist. Das heißt, für jede einzelne Baugruppe, die in dieser Audio-Endstufe drin ist, kann ich mir jetzt hier so ein Schaltplanblatt anlegen. Ja, Ausgänge zum Beispiel, wo dann meine Platine ist, wo zum Beispiel die Buchsen für die Lautsprecherausgänge dran oder für die Lautsprecher dann drauf gelötet werden, etc., kann ich mir dann hier anlegen. Dann haben wir vielleicht noch eine Baugruppe, die so heißt und so weiter und so fort. Das heißt, ich lege mir erst einmal strukturierte Schaltplanblätter an und fange dann an, in den einzelnen Schaltplänen zu zeichnen. Kann ja dann jederzeit hier mit Doppelklick oder hier über meine Auswahl entsprechend in diese Blätter hinein wechseln. Kann dann zeichnen. Mit den hierarchischen Pins verbinde ich dann oben über das Stammblatt nur noch die einzelnen Signalleitungen, die jetzt entsprechende Komponenten miteinander verbinden und kann dann nämlich hergehen und sagen, okay, ich wechsle hier auf die Startseite von KiCad und kann jetzt zum Beispiel hergehen, ich wechsle mal in das Projektverzeichnis und jetzt sehen wir ja hier die einzelnen Schaltblätter. Also wir haben hier einmal Audio-Endstufe, die Leiterplatte, dann haben wir hier die Audio-Endstufe den Schaltplan, KiCad SH für Schaltplan. Und jetzt habe ich hier einen Schaltplan KiCad, also Ausgänge.KiCad SH als Schaltplan. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Doppelklick drauf mache, dann wird dieser separat
extern von KiCad gestartet. Und wenn ich jetzt einfach hier mal draufklicke, das muss ich aber vorher machen, bevor ich meine Bauelemente zur Platine exportiere und gehe jetzt hier drauf, dann fragt mich KiCad, ob ich eine Leiterplatte, eine separate Leiterplatte erstellen möchte für Audioausgänge. Das beantworte ich jetzt mal an dieser Stelle mit Ja und schließe das Ganze. Natürlich speichern nicht vergessen. Dann schließe ich hier den Schaltplan-Editor. Ich mache mal hier ein Vollbild. F5 drücken hier. So. Und wir sehen jetzt, ich habe jetzt hier eine Platine, eine weitere Platine. Wir haben einmal hier die Audio-Endstufenplatine, die Grundplatine, die Audio-Ausgänge. Ja, und ich habe hier nochmal schon weiter vorgesorgt mit einer Stromversorgung. So, das heißt, ich kann also jetzt nicht nur meinen Schaltplan auf mehrere Schaltpläne verteilen und anschließend muss ich dann entweder alles auf eine Platine zeichnen, wenn ich das hier nicht mache, wie ich es gerade gezeigt habe, oder alternativ öffne ich jetzt hier drin mal meine einzelnen Schaltblätter und speichere hier separat eine Platinendatei. So kann ich nämlich dann hergehen und jede einzelne Komponente, die sind jetzt also miteinander verknüpft, das heißt jede einzelne Baugruppe, in dem Fall die Ausgänge, auf eine eigene Platine machen. Ja, ich habe jetzt, also die Ausgänge wären jetzt eine eigene Platine, die Stromversorgung wäre eine eigene Platine. Wenn ich jetzt sage, den Equalizer, mache ich hier nochmal einen Doppelklick drauf, sage hier hinten Leiterplatte erzeugen, nochmal hier separat speichern. Jawohl, wir schließen das Ganze, schließen auch hier nochmal. Dann hätte ich jetzt eben auch hier unten diese Leiterplatte und könnte mir jetzt aus diesen Einzelkomponenten, ich mache das hier mal wieder zu, aus diesen Einzelkomponenten, jetzt sehen wir das auch hier oben, zum Beispiel meine einzelnen Platinen erstellen. Das heißt also, meine Stromversorgung würde jetzt auf die Stromversorgungsplatine gezeichnet, Equalizer auf Equalizer, Ausgänge auf Ausgänge, Audio-Endstufe auf die Endstufe. Ja, und ich habe jetzt also einzelne Baugruppen auf einzelnen Platinen. Wenn ich das nicht haben möchte, mache ich das natürlich nicht. Dann würde mir aber alles, was jetzt hier auf diesen Blättern ist, alles auf eine einzige Platine gezeichnet werden oder erstellt werden, wenn ich eine Platine erzeuge. Ja, das ist der Unterschied. Das wollte ich an der Stelle nochmal zeigen. Wenn ich also alles auf eine Platine habe, mache ich das nicht, wie ich es gerade gezeigt habe. Will ich jetzt hier für jede Baugruppe eine separate Platine haben, dann ist dieses Vorgehen zu wählen, wie ich das gerade gezeigt habe. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.